steht unser neuer Firmenwagen. Ein Cupra vom Mentor, der ja so an sich ja schon gar nicht schlecht ist. Aber wir wollen ihn so ein kleines bisschen böse machen. Und deswegen hat meine Frau entschieden, der, ich sag mal, Wagen gehört ja meiner Frau, er soll foliert werden. Auf welche tolle Idee kamen Sie denn? Genau, also das weiße Auto werden wir weiß folieren, aber mit einer satinierten Oberfläche. Und mit als besonderes Etwas gibt es noch, anstatt Metallic Flakes in Silber, sind die hier in Gold drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Rolle so gut erkennen kann. Gar nicht. Also es schimmert so ein bisschen Gold, das kann man jetzt schon sehen. Aber die Folie, die haben wir schon mal draußen im Sonnenlicht mal betrachtet. So ein bisschen Gold schimmert sie. Ja, jetzt. So sieht man es, ne? So sieht man es. Also es sieht so aus wie bei hübschen Frauen auf irgendeiner Veranstaltung von der Disco, wenn die so im Sonnenlicht Gold schimmern, oder? Der Glow-Effekt, genau. Der Glow-Effekt, der da ist. Genau, zeig mal gerade. Also es gibt ja unglaublich viele. Aber du hast noch was anderes vor. Das Dach wird nämlich anders foliert. Genau. Also wir tun das Auto zweifarbig machen, mit Schwarz und mit dieser Satin Frozen Vanilla arbeiten. Mit Schwarz das Ganze noch ein bisschen kombinieren, Dachspiegel und die grauen Teile am Auto werden wir auch mit Schwarz machen, um das Ganze einfach ein bisschen sportlicher, ein bisschen aggressiver noch zu machen. Noch zusätzlich zu dem, was das Auto ja natürlich schon hat. Ja, wir zeigen es mal gerade, die Herausforderung bei dem Auto gar nicht so einfach, denn es sieht so einfach aus. Die Fahrzeughersteller haben nämlich immer mehr tolle Ideen entwickelt, wie zum Beispiel hier hinten so eine Kante drin. Da freut sich der Folierer. Ja, ja. Also hier ist auf jeden Fall machbar, ist jetzt kein Problem, ne? Aber es wird halt, desto komplexer die Karosserien werden, desto schwieriger wird es auch. Aber das hier ist noch alles. So Dach hinten, der Spoiler auch schwarz? Genau, also es wird sehr wahrscheinlich, wird das Dach hier oben durchlaufen. Hier runter, das wird alles schwarz und dann machen wir den Teil machen wir noch weiß, dass von der Seite das nicht so abgehackt hier aussieht. Schwarz-matt, schwarz-glänzend? Schwarz-glänzend. 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 Ist sehr viel am Auto schon schwarz-glänzend, von daher greifen wir das auf. Der Effekt wird ziemlich umhauen, oder? Ich denke schon. Mit dem Matt der Folie. Weil viele ja gesagt haben, naja, jetzt ist das Auto ist ja schon so ziemlich geil, aber der Vorteil ist auch, das ist ein Leasingfahrzeug, können wir ja offen sagen, hat einen riesen Vorteil nach Abgabe von 3 Jahren. Genau, wir ziehen die Folie ab und der Lack ist genauso, wie wir ihn jetzt eingepackt haben. Er hat keine UV-Einstrahlung, witterungsgeschützt und das sind alles Vorteile, wo man eventuell nachher bei der Leasing schon wieder Geld spart bei den Kosten, die dann abgezogen werden. Ja, je nachdem, was ist. Aber wir machen es einfach, weil es Spaß macht und das Ganze richtig cool wird. Hast du schon einen gemacht, einen Cupra? Ein Cupra noch nicht, das ist jetzt der erste. Das ist der erste. Die sind ja noch nicht, so alt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der gemacht ist. Also unten das Grau, das wird schwarz. Genau, das machen wir schwarz. Cool. Ich würde nicht gerne noch eine dritte Farbe nachher reinholen, sondern so, dass dann nur schwarz-weiß nachher ist und das Grau dann rauslöschen, entweder hier hinten durch weiß, an den Seiten vielleicht auch weiß, ich weiß nicht, ob wir das alles schwarz machen. Das müssen wir mal überlegen, wenn man so dabei ist. Das entsteht dann so in dem Folierungsprozess. Aufwand ungefähr? Ich gehe von 2 Tagen aus. Mit 2 Leuten? Mit 2 Leuten. Mit 2 Leuten. Preis ungefähr, wenn man sowas haben will? 3.000? Nee, nicht ganz. Also ich denke so 1.800, 1.900 Euro netto. 1.800, 1.900. Ja. Okay, aber wenn du überlegst, was allein natürlich das Thema Lacksicherung angeht, wenn du jetzt das Fahrzeug wirklich viel gebraucht hast, Camping, das Ganze ginge auch in der Halbfolierung. Das haben wir gemacht bei dem VW-Bus. Das sah auch ziemlich klasse aus. Bei einer Halbfolierung, was würdest du da machen? Würdest du unten schwarz machen? Das kommt jetzt ganz auf die Ansprüche an, die man da hat. Jetzt bei dem Fahrzeug der untere Teil machen, müsste man, wenn irgendwie diese Kante hier nehmen, sage ich mal, dass man halt trotzdem eine Linie noch irgendwo am Auto hat, dass es nicht so abgehackt aussieht oder so gestückelt. Machen ist dann immer so eine Kundensache. Ne? Mhm. Der eine will es lieber pink, der andere will es rot. Oder ist das jetzt wesentlich günstiger, ein halbes Auto? Ein halbes Auto ist natürlich günstiger wie ein ganzes Auto. Also ungefähr so 1200 Euro oder was kostet ein halbes? Ja, so in der Kante. Ja. Der Vorteil ist natürlich, dass die Stellen, die besonders stark natürlich beansprucht werden, gerade unten, da kommt man ja immer mal so dran, genau. Also irgendwie oder einkaufen. Genau. Wir werden also die Einstiege auch noch zusätzlich, hier ist ja schon ein kleiner Schutz zum Einsteigen, aber wir werden hier noch eine durchsichtige Steinschlagschutzfolie drauf machen, dass halt dieser Bereich, diese Kante ist sehr empfänglich für gerade beim Einsteigen im Schuh verkratzt zu werden, die tun wir auch noch zusätzlich schützen. Das gleiche auch hinten beim Kofferraum. Genau, zeig mal gerade, weil das ist auch so eine Stelle, wo gerne mal so ein Gutachter hinguckt. Ist das noch gemäß? Das ist hier, also hier ist jetzt wirklich wenig, aber hier wird nochmal eine Steinschlagschutzfolie dünn drüber kommen, weil diese, wenn man nicht aufpasst und man zieht noch was drüber und das rutscht halt hier über die Kante. Da wäre ja dann doch die schwarze Folie jetzt drauf. Das heißt, über die schwarze Folie die Steinschlagschutzfolie. Genau, es gibt eine Steinschlagschutzfolie in komplett schwarz. Von daher
fällt das nachher nicht auf. So, wenn ich jetzt Interesse habe, ich sehe das Ganze jetzt, habe ein neues Auto, macht es ja besonders viel Sinn. Also möglichst schnell vorbeikommen dann mit dem Auto, also weil wenn er ganz neu ist. Ansonsten fängt natürlich der Aufwand an, ihr müsst das Auto erstmal massiv reinigen. Auch jetzt schon, der ist jetzt 4 Wochen alt, der muss jetzt komplett gereinigt werden. Genau. Ne? Der wird erstmal komplett mit der Hand gewaschen und dann wird er mit dem Polierknet, wird er einmal komplett abgeknetet, dass auch wirklich Flugrost und Mücken etc. alles vom Auto entfernt ist. Marco, ihr heißt Autoglas Saarbrücken. Das ist ja jetzt fast ein falscher Name, weil ihr foliert ja, also ihr macht unglaublich viel Autoglas, aber ihr foliert auch viele. Genau. Ja. Das hat sich vor ein paar Jahren so entwickelt und da haben wir jetzt keinen extra Namen dafür. Extra Namen, so. Denn viele sagen ja, Autoglas Saarbrücken, wo haben die denn die Kompetenz her? Folieren die mal nebenbei oder so? Nee, komm, wir zeigen mal gerade, du hast eine neue Werkstatt eingerichtet. Hier vorne steht auch ein niegelnagelneues Wohnmobil, was da ist. Was wird da gemacht bei dem? Das ist ein Kalifornier, der kriegt diese Edition-Folierung, der untere Teil wird in Anthrazit foliert. Ja. In Anthrazit glänzend. Hier ist er schon teil fertig. Zeig mal. So, hier ist schon ein Teil gemacht. Wow! Ey, was das ausmacht! Ja. Das ist der Hammer. Und halt auch der Kontrast von dem Anthrazit zu dem Weiß ist halt wirklich sehr schön. Das macht das noch ein bisschen edler wie allgemein schon in dem Weiß, ne? Ja, und da macht es ja besonders viel Sinn bei so einem Campingfahrzeug, weil da kann ja auch mal ein Stuhl dagegen fallen oder irgendwas. Oder jemand kommt mal dran. Wir hatten ja unseren auch gemacht. Das ist schon viel Aufwand, zumal die Autos, das ist jetzt ein T6.1, nehme ich an, oder? Richtig? Ja. Und da ändert sich immer wieder ein bisschen was, oder? Genau. Das heißt, abbauen? Von den Abbausachen, Lampen und so. Wir sind alles Kfz-Mechaniker, also wir kennen uns da aus. Da ist jetzt nicht so schlimm, wenn es vom Modell, da muss man ein bisschen gucken, aber kriegen wir alles geregelt. Ist das Graue auch schon neu hier unten? Genau, das auch schon. Auch schon neu. So, und an der Seite wird er auch grau. Das heißt, er sieht dann... Dieser Kante läuft halt weiter hier und dann geht mit der Kante komplett bis vorne hin, wird er auch grau. Der Kunde hat wahrscheinlich das Video von mir gesehen, vom Stimmt. T6. Stimmt. Denn das ist Wahnsinn, was so ein bisschen Folie ausmacht. Die neue Kundin, die jetzt den T6 bekommen hat, hat sich in einer Sekunde entschieden wegen der Folierung. Da hat sie gesagt, der sieht so geil aus. Das ist echt krass, ja. Dass man auch im Wiederverkauf einfach viel mehr Geld kriegt. Also viele gehen hin, lassen das drauf. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, es ist ja auch ganz vieles ausverkauft. Wie sieht es denn bei Folien aus? Es gibt natürlich auch Lieferschwierigkeiten bei Folien. Aber im Großen und Ganzen muss man dann halt vielleicht eine Woche länger warten auf seinen Termin. Aber es ist alles irgendwie immer zu bekommen. Komm, ich zeig mal gerade, was hier vorne ist, ein SQ6. Da habt ihr SQ5. Da habt ihr eine Teilfolierung jetzt mal fertig gemacht oder wird er komplett foliert? Der wird auch ein bisschen aggressiver gemacht. Da kommt dieses satinierte Anthrazit. Oh, ich habe gerade deinen Föhn runtergeschmissen. Boah, das ist auch so ein Effekt, oder? Hier drin. Also das ist eine satinierte Oberfläche auch, genauso wie wir es beim Formentor machen. Und der hat ein Satin Metallic. Anthrazit Satin Metallic nennt sich die Farbe. Und ja, also eine sehr, sehr schöne Farbe auf jeden Fall. Ja, man kann es sich jetzt gar nicht vorstellen. Oben das Dach wird genauso gemacht. Nee, das Dach machen wir auch schwarz. Ich tue mal auch diese zweifarbig machen, um das Ganze einfach ein bisschen sportlicher zu machen. Das schwarze Dach verliert es ein bisschen höher, wird ein bisschen aggressiver. So, wie viele Fahrzeuge hast du schon gemacht in deinem Leben? Keine Ahnung, ich habe das nicht gezählt. Hunderte. Ja. Gott, wir wollen mal nicht genau die Zahl sagen. Das sagen wir nur im Finanzamt. Mal gucken, da vorne steht er. Ja, das ist eigentlich ein tolles Auto für eine Folierung, aber jedes Auto ist toll, oder? Eigentlich. Auf jeden Fall. Es ist halt die Entstehung von quasi das weiße Auto. Jetzt 2 Tage dran arbeiten, nachher ist dann weiß satiniert mit Goldeffekt und schwarzem Dach. Also was eine andere Erscheinung innerhalb von 2 Tagen zu schaffen, ist schon... Das macht Spaß. Ja, vielen, vielen Dank, Marco. Autoglas Saarbrücken, 15.11.2021, der Tag des Einschaltens unserer neuen Radiosender, muss ich dazu sagen. Und ja, du machst das Ganze aus Leidenschaft. Du hast Autoglas nicht mehr so viel zu tun, oder? Das heißt, du machst das Thema Folierung. Im Autoglas natürlich auch immer noch zugange. Ist unser Hauptgeschäft, aber größtenteils kümmere ich mich um die Folierung. Ich zeig das mal gerade. Also jetzt im Moment ist ausnahmsweise mal Ruhe hier. Normal ist nämlich hier immer die Hölle los. Hier vorne sieht man das Thema Autoglas. Vielen Dank fürs Einschalten und ich bin mal sehr gespannt, wenn er fertig ist. Der Kollege wird auf jeden Fall Teile auch mitfilmen, wie er das Ganze macht, denn wir werden mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie genau das gemacht wird. Wenn man das sieht, dann sieht es so einfach aus, ja, aber ich glaube, da ist jahrelange Übung da, oder? Sieht, wie mit allem, sieht immer alles sehr einfach aus, ne? Aber dann, dass es auch hält und dass man dann halt
Halten ist oft das Problem. Klär mich mal auf, denn viele Folien lösen sich ab mit der Zeit an den Rändern. Ne, natürlich kann immer mal passieren beim Arbeiten, dass sich irgendwo was löst. Ne? Sind keine Götter, kann immer mal passieren. Was? Aber du bist kein Gott? Ich bin leider kein Gott, nein. Nee, ich dachte. Aber sollte natürlich nicht. Und von daher. Ja, sehr schön. Autoglaserbrücken. Ja, als du angefangen hattest mit dem Folieren, war das eher so zunächst mal, wie hat das Ganze begonnen? Man kommt ja auf so eine Idee. Es war eine Idee von meinem Vater, von meinem Chef. Der dachte, wir könnten vielleicht das mal ausprobieren, da ich auch eine kreative Ader habe. Ich habe gesagt, okay, machen wir. Habe ich Bock drauf. Und dann hat es so angefangen und dann wurde. Wann war das ungefähr? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist schon. 15. 10 Jahre ist es jetzt schon fast. 10 Jahre. Vor 10 Jahren habe ich meinen Lehrgang gemacht und seitdem folieren wir hier. Ne? Ja, und halt dauernd auch Lehrgänge machst du wieder mal, immer wieder mal? Ja, Auffrischungslehrgänge muss man sagen. Auffrischungslehrgänge. Das heißt, es gibt jetzt neue Techniken? Das hat sich ein bisschen verändert im Gegensatz zu vor 10 Jahren. Aber das ist auch die wie mit allem, die Technik und die Materialien verändern sich, werden besser und dann muss man ab und zu muss man was anhören. Es ist vollbracht. Ja, heute am 23. November. Wir haben ein paar Tage länger gebraucht, denn der Michael, der war nicht zufrieden mit ein, zwei Sachen. Denn es hat sich dann am Schluss etwas schwieriger rausgestellt als gedacht, oder? Ja, natürlich. Dadurch, dass das Auto sehr viele Verkleidungen hat und sehr viele Verspoilerungen, ging das alles nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ja, was ist jetzt fertig? Ihr habt was ganz Besonderes gemacht. Einen solchen Cupra Formentor gibt es nicht auf dem Markt, ja, weil die sind nämlich von der Spoilerlinie her alle zweifarbig und du hast das geändert, wenn du mir mal zeigst. Wir haben das geändert. Wir haben das Braune, was vorher braun war oder goldfarben, alles in der Wagenfarbe mitgemacht. Also diese ganze Verspoilung hier, da unten, alles in Wagenfarbe, da vorne vorbei. So, das war schon ein bisschen Aufwand. Wenn man das allein mal hier sieht, ja, du siehst hier diesen Spoiler, der ist jetzt abgesetzt. Du konntest da jetzt nicht das in einem Stück kleben und dann einfach rausschneiden. Alles, jedes Bauteil ist theoretisch ein Teil. Das heißt, der erste Kotflügel und dann das Tor Nummer einzeln. Ja. Dauer jetzt insgesamt, was habt ihr gebraucht? 3 Tage. 3 Tage? Das ist so viel Aufwand, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber es hat sich gelohnt, denn er sieht ganz anders aus, oder? Das ist richtig. Ein ganz anderes Auto. Dadurch, dass er jetzt einfarbig ist, sieht da wirklich sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ja, wir schauen uns das mal an. Hier ist der Marco. Hallo Marco. Man muss sagen, der Michael, das ist schon eine gute Fachkraft, muss man sagen. Ohne den lief hier relativ wenig. Auf jeden Fall. Super Mann. Ja. Nicht zu ersetzen. Nicht zu ersetzen. Also das hier ist jetzt ein Aufwand, den du normalerweise vielleicht nicht so ganz getrieben hättest. Aber wir wollten einfach mal zeigen, was geht. Genau. Wenn du mal kurz anfängst, ist es alles foliert, was irgendwie nur geht. Das fängt an hier vorne mit dem Spoiler, mit dem Grill. Genau, der Kühlergrill ist normalerweise war der auch in Grau. Ja. Den haben wir in satiniert schwarz abgesetzt, weil das Innere von dem Kühlergrill ist glanzschwarz. Und dann satiniert schwarz zum Übergang zu dem Weiß. Und so wirkt das meiner Meinung nach sehr sportlich, hat auch so ein bisschen aggressiven Flair, finde ich. Ja. Und dann die ganzen grauen Anbauteile untenrum. Der ist der Formentor ist untenrum immer grau oder zweifarbig genau geteilt. Hier das alles und das halt auch alles dann in Wagenfarbe gemacht, um einfach die Wagenfarbe dann ein bisschen tiefer zu ziehen. Du hast eben noch gesagt, was hast du gesagt, die Original-Cupra-Farbe, die vorher drauf war, da hat man erstmal gesehen, wie dreckig die vorher war, ja, weil obwohl der, also das war kein reines Weiß, das war so komisch und das hier ist weißer, glaube ich, geht nicht, oder? Nee, also ich hat mich selbst verwundert, als wir die Folie draufgeklebt haben, hat man ganz klar gesehen, dass das Original-Weiß, das ist schon auch ein Weiß, ne? Aber jetzt hier im Gegensatz zu dem neuen Weiß, ist grau. Ist wesentlich dreckiger. Ne? Hier oben sieht man es halt auch. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ist krass, oder?
Es sind so Kleinigkeiten. Wir haben extra die Sonne eingeladen, Michael. Ja, denn dieses Fahrzeug ist in der Halle eigentlich unspektakulär. Also es ist schon spektakulär, es ist matt. Ja. Aber draußen, da kriegst du, glaube ich, als Mann, naja, ich will da jetzt nicht drüber reden. Also ich habe es selbst draußen in der Sonne nicht gesehen, aber ich bin davon überzeugt, dass er sehr gut kommt. So, komm, wir zeigen mal eine Kleinigkeit. Hier dieses Bauteil hier. Das ist so viel Arbeit gewesen, das außenrum zu machen, weil das sieht so harmlos aus, als wäre es schon immer so gewesen, oder? Das Auto hat sehr, sehr viele Kanten und Ecken. Das ist alles sehr, sehr schwierig gewesen. So, ich zeige mal gerade hier unten. Das Schwarze da unten, was der unten, das war vorher grau. Nee, das Schwarze ist leider original gewesen. Das Schwarze. Das war leider so. Also nochmal, es ging darum, die Optik komplett zu verändern, in Hingucker zu machen, der aber noch so, ich sag mal, normal ist, dass du damit im Straßenverkehr noch fahren kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ist auf jeden Fall alltagstauglich, das Auto, ne? Ist jetzt nicht so, als könnten wir es nicht mehr fahren. Alltagstauglich. Ich guck mal gerade oben drauf das Dach, da hast du was dabei gedacht. Das ist jetzt nicht matt, sondern das ist jetzt spiegelnd. Genau, das ist schwarz-glanz. Das haben wir angepasst an die... die Reling hier oben, die ist auch schwarzglanz lackiert, schon original. Normalerweise in Wagenfarbe das Dach. Und wir haben es halt einfach abgesetzt, um ein bisschen sportliches Auftreten mit Spiegeldach zu schaffen. Und wenn man von vorne guckt, dann verschwindet die Reling in dem schwarzen, dann so ein bisschen schwarze Antenne-Reling. Das geht so ein bisschen unter hier. Und die Höhe von dem Auto geht durch das Schwarz auch ein bisschen verloren. Also wirkt es ein bisschen sportlicher. Das muss ich mal fragen hier. Das war auch schon da, das Schwarze hier? Die Fensterumrandungen sind original schon. Schwarzglanz. Von daher hat sich das halt auch gerade gut ergeben, dass man das dann hier nochmal auffasst und dann. So, wir werden gleich mal raushauen. Man sieht es jetzt schon so ein kleines bisschen, die Sonne kommt hier so ein bisschen durch, ja, wie das Ganze wirkt. Es ist ein Goldton drin, oder? Auf jeden Fall. Es sind anstatt normaler Metallic-Flake-Ton sind Goldflakes drin. So. Und wie das genau funktioniert oder wie das jetzt gleich wirkt. Du hast es selbst noch nicht gesehen, da war nicht drauf. Ich habe ihn auch nicht rausgefahren, es war gestern, in den letzten Tagen bewölkt, es ist jetzt gerade echt Zufall, dass Sonne da ist, von daher sind wir gespannt. So, sag mal, was dich so richtig genervt hat hier in dem Auto, was war relativ schwierig? Also am schwierigsten waren halt diese ganzen einzelnen Bauteile. Ne? Also unten zum Beispiel hier? Ja, das hier, das sind alles nochmal zwei Stücke, ne? Das ist alles nochmal getrennt, die ganzen Radläufe und so. Aber genervt hat mich eigentlich nichts. Nix, sehr schön. Das wollte ich hören. Ja, der Aufwand hier, wir haben jetzt keinen Cupra hinten drauf gemacht. Wir haben gesagt, die Leute, die wissen schon, was es ist. Das Cupra-Zeichen ist isoliert. Könnte man jetzt noch drauf machen, aber wir haben gesagt, wir fahren erstmal so rum. Jetzt siehst du hier die Linie sehr, sehr gut. Also oben drauf, wenn du jetzt mal drauf schaust und von hinten mal drauf guckst, das war vorher grau war mit drin und du hast gesagt, wir reduzieren. War hier alles grau, hier das Stück, ja. Das hier auch, hier hoch, das war alles grau. Jetzt in Weiß halt, geht's halt ein bisschen, zieht es meiner Meinung nach das Auto ein bisschen mehr auf den Boden. Ne? Mit dem schwarzen Dach dann wird es ein bisschen gedrückt, das Weiß, das zieht ein bisschen mehr runter. Macht das wesentlich sportlicher für mich. Noch sportlicher als der Auto. So, Marco, dann fahr mal raus, bitte. Guck mal, Marlene, da ist er. Hallo Marlene, guten Morgen. Guten Morgen. Also es ist... Oh. Warte mal, jetzt von vorne. Es wirkt ganz krass. Sieht wirkt mega es von aus. Der Seite, muss man sagen. Ja. Ich glaube, wir sollten ihn mal quer parken, oder? Weil das wäre. Es ist so dezent, die Folie. Und? Mega. Mega, oder? Mega. Ich kann nichts anderes sagen. Dieser kleine Sonnenstrahl da hinten. Da sieht man ja auch endlich mal, was ich wollte. Oh! Oh! Guck mal. So sieht er richtig cool aus. Das ist halt die Sonne, der Effekt wird man halt in der Sonne immer am besten sehen. Und das ist, finde ich eigentlich. Ist der Hammer, oder? Ja, absolut mega. Marco, guck's dir an. Unvorstellbar. Ja, hä? Wenn du jetzt noch diesen einen Baum noch absägen würdest, der im Weg steht, im Blick. Da sieht man besser, wo halt kein Effekt ist, ne? Nee, geil. Wahnsinn. Ich bin total sprachlos. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber in der Kamera. Ich zeig's mal gerade. Ein bisschen näher dran. Das Ganze ist matt. Es reflektiert jetzt in Gold. Mitte, genau. Und glitzert dann halt hier jetzt in Gold, ne? Echt wie so ein
wie so ein Glow halt, ne? Wie so ein. Ja, so als wäre man geschminkt, ja, genau. Marco, wenn du mal so lieb bist, immer gerade mal einen Meter vorfährst, weil der Baum gerade im Weg ist. Vielleicht können wir irgendwie, dass wir das mal zeigen. Das ist der Glow-Effekt. Man müsste es fast live sehen, aber es ist so gut. Stopp! Ja, genial. Es ist früh morgens. Wir haben Dienstag, den 23. November 2021. Und liebe Cupra-Fans, ich glaube, das ist eine Ansage, oder? Ja, das ist ziemlich geil. Geil, echt. Warte mal, ich gehe mal gerade hier rum. Es ist dauernd, es verändert sich die ganze Zeit, wenn du gehst. Es ist von komplett weiß hier hinten. Matt. Und dann sieht es hier auf der Seite komplett weiß aus, als wäre es einfach nur weiß. Weiß matt. Und dann gehst du rum und dann kriegst du einen richtigen Flash hier vorne. Ich zeige es mal gerade. Ah, es kommt. Ihr müsst euch das mal live ansehen. Ja, das ist. Ich, genau, kommt bei mir vorbei, sagt meine Frau. Ich guck mal gerade, ob ich es einmal hinkrieg. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass es unglaublich rauskommt, wenn du das im Alltag jetzt verwendest und die Leute, du stehst an der Ampel und die Leute wissen überhaupt nicht, was gerade geschieht, oder? Genau. Wenn jetzt die Sonne scheint und man steht neben einem an der Ampel, das ist schon. Ich denke, da guckt man schon mal rüber. So, das hier ist jetzt ganz dezent. Wir hätten ja jetzt eine andere Farbe nehmen können, Marco. Wir hätten zum Beispiel, ich sag mal, mattgrün oder so irgendwas. Aber es ging ja darum, mal nicht aufzufallen, oder? Genau, dezentes Auffallen. Ne? Warte, ich zeig's mal hier vorne. Weniger ist mehr, sagt er. Und das Ganze ist komplett hier vorne. Guck mal hier vorne, Marco. Wenn wir gerade hier alle Details, ja. Dieser Glow-Effekt kommt überall. Auf jeden Fall. Riecht gut. Ja. Das ist natürlich jetzt, wenn du, ich sag mal, so viel Geld investierst in ein Fahrzeug, hat es den Vorteil, dass du dieses Fahrzeug jetzt in, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren auspacken kannst. Da ist der weiße Lack ist ja da drunter und der ist quasi wie neu. Genau. Der Lack ist jetzt geschützt durch Witterungseinflüsse, durch UV-Strahlen. Durch leichte Kratzer, die so im Alltag passieren oder so, wenn man mal am Auto irgendwie vorbeischurpst. Ja, wenn ich sowas haben möchte, das heißt, ich will das foliert haben, am besten mal bei euch vorbeikommen, anrufen. Ihr habt Leute, kommen mittlerweile aus ganz Deutschland zu euch. Genau, also mittlerweile sind's wirklich, haben wir eine sehr positive Resonanz. Und ja, wenn Interesse besteht, gern vorbeikommen. Ja. Und dann individuelle Beratung. Also wenn jetzt der Kunde zum Beispiel sagt, ich habe jetzt ein Auto und du merkst schon so ein kleines bisschen, oh, das da könnte im Endergebnis ein bisschen schwierig werden, da kannst du auch beraten, oder? Auf jeden Fall. So, da komm mal mit, ich habe nämlich eine kleine Überraschung für dich. Wir haben gestern ein neues Auto abgeholt. Ich zeige es mal gerade. Autoglas Saarbrücken ist übrigens an der Ostspange. Die Straße hier, Name? Zur Ostspange. Zur Ostspange, genau. Ist ja einfach. Ja. So, und das täuscht vielleicht so ein bisschen, dass der Laden natürlich Autoglas heißt. Ihr macht Autoglas. Ich habe was Neues bekommen. Da vorne steht da in Silber ein 4x4 Mitsubishi Cross. Der Vorteil ist, der hat komplett gerade Linien. Das heißt, du musst nichts machen. Das ja, sieht sehr foliererfreundlich aus. Ja? Ich zeig's mal gerade hier hin. Foliererfreundlich. Ein neues Auto von uns. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir da vielleicht demnächst mal machen. Aber da darfst du mal so richtig zulangen. Das heißt, der soll so 4x4 praktisch Offroad. Der kriegt noch entsprechende Felgen demnächst später mal. Der soll so richtig böse werden. Ja. Mhm. Ich dachte so irgendwie praktisch Camouflage oder so irgendwas. Dass er vielleicht aussieht nachher wie ein GT4. In GT4? Mhm. Ich hab da was. Das zeige ich dir später. Ja, bis dann. Ja, vielen, vielen Dank, Marco. Ich bin total begeistert und du sag ja. Ja.
ich muss sagen, du hast auch Medienwissenschaften studiert mit Magister. Also ich dich immer so hinstelle, so ein kleines bisschen, ja, mach mal das, mach mal das. Aber du hast einen Kanal, machen wir noch ein bisschen Werbung dafür, der heißt Marlenes Iggis. Genau. Da geht es um drei kleine Windhunde und wir werden das auch mal quer verlinken, das Video nochmal da drauf. Und du bittest die Leute natürlich auch mal ruhig mal den Kanal zu abonnieren. Wie nennen wir das? Followen oder wie? Folgen. Ja, mach mal so. Folgen. Ja, 23. November 2021 und das wird unser neues Projekt werden. Vielleicht jetzt nicht direkt im Anschluss, aber wir werden ihn dann auch mal folieren. Genau, nächstes Jahr. Tschüss, Marco. Ciao. Ciao.